Heute Dosenpfand. Der ist voll bis unter den Rand. Der liest Immanuel Kant. Das ist das Dosenpfand. Und warum gibt's Dosenpfand? Erkläre ich euch. Fürs Dosenpfand braucht man Dosen. Dosen sind voll praktisch, vor allem für die Getränkeindustrie. Denn Dosen machen verbraucht viel Energie. Macht einen Treibhauseffekt, wird's schön warm, trinken die Leute eine Dose. Wird's wärmer, trinken die Leute noch eine Dose. Wird noch wärmer, noch eine Dose. Am Ende ist es so heiß wie eine Altherrensauna, eine Flasche Tabasco auf Ex und fünfmal Joschka Fischer joggen. Puh. Verdient sich die Getränkeindustrie eine goldene Nase. Alles Moppelkotze mit den Dosen, sagt der Umweltminister. Nee, nicht die. Sondern der Umweltminister vor 12 Jahren. Der hat damals gesagt, wenn ihr es mit den Dosen zu wild treibt, gibt's einen Dosenpfand. Okay, hat die Getränkeindustrie gesagt. Lassen wir uns was einfallen. Haben die überlegt. Und nochmal überlegt. Und nochmal überlegt und schwupps, waren 12 Jahre um. War der Umweltminister voll sauer. Nee, nicht die, sondern der. Jetzt gibt's das Dosenpfand. Basta. Ups, sagt die Getränkeindustrie. Das kommt aber plötzlich. Quasi von einem Jahr 12 zum anderen. Na gut, dann strengen wir uns ganz doll an und versuchen uns mal nicht zu einigen. Ist der Umweltminister super sauer. Zeigt die Getränkeindustrie dem Minister einen Vogel und jeder macht sein eigenes Pfandsystem. Aber keine Angst, ist nur bis Oktober ein bisschen kompliziert. Danach ist es nur noch kompliziert. Also, gehst mit deiner leeren Dose Blub und dem Bon in den Supermarkt. Holst den Stempel bei der Käsefrau, sagst dem Gemüsemann guten Tag, einfach nur so, zeigst in der Hygieneabteilung deinen Freischwimmerausweis, deine Verdienstbescheinigung und eine gültige Fahrkarte. Und wenn du jetzt noch einen Schuh in Größe 43 hast und den Vornamen der Verkäuferin rätst, schwupps, bist du die Dose los. Super. Und nächste Woche Servicewüste Deutschland. Erstes Zebra verdurstet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus.